Oh Mann. Verdammt, wo ist der Big Pack, Big Backpack oder was weiß ich. Oh nein. Noch mehr. Aber kein größer Rucksack. Warum? Ich könnte natürlich eine 5-7 oder was weiß ich, ne? Könnte ich halt hier liegen lassen, ne? Aber solange die voll ist, mache ich das nicht. Das ist das Problem. Ich will auch ganz gerne jetzt die... Fick dich, die kostet 15 GC. Muss irgendwas fallen lassen. Nein. Nein. Jetzt muss ich ja eigentlich 10 Minuten warten. Alter, ich... Ich tausche gerade eine Flashlight gegen eine Krüger, ey. Ich bin nicht be... Sorry, aber Leute, ich bin nicht bekloppt. Eine Schusswaffe ist mehr wert. Ist egal, ob für die viel Munition vorhanden ist oder nicht. Das ist sowas von egal eigentlich. Eine Schusswaffe ist immer mehr wert. Und selbst wenn, wie gesagt, 15 gezählt, meine Güte, das ist jetzt nicht so viel. Damit kann ich noch leben. Oder ich lasse mich einmal schlagen und dann kann ich mit Painkillers verwenden. Dann kann ich die Flashlight mitnehmen, aber nein. Wissen, was ich jetzt versuche? Ich versuche jetzt von hier wieder zurückzukommen. Ich versuche jetzt wieder in die Safe Zone zu kommen, Leute. Sorry, aber das ist jetzt wegen dem Woodshield. Deswegen kann ich es jetzt nicht riskieren. Wie gesagt, ich will von dem von den Dingern würde ich ein bisschen was sammeln. Weil, wie gesagt, die Aktion mit Ciano, genau. Mit dem guten alten Campus und dem Gebäude da drin, die ist immer noch. Die ist immer noch am Laufen. Sag ich mal so. Ich bin dafür am Sammeln und am Sammeln. Und naja, ich hoffe einfach mal, dass ihr dabei seid. Oder dass ihr dabei sein werdet. Sagen wir es lieber so. Weil. Na. Ich hoffe es einfach. Naja, echt ein Taschenappell. Gegen Krüger eintauschen. Nee. Nee, du, das wird nicht gehen. Also das würde echt das... Das ist diese Psyche, weißt du? Die spielt mir einen Streich. Die sagt, hey, Alter. So eine Krüger. Ja? Was willst du damit? Du kannst mit ein paar Zombies töten, gut? Fein. Aber kannst du damit auch einen Spieler töten? Und da müsste es eigentlich Klick machen. Da müsste es heißen, ja. Ja, verdammt nochmal, kann ich. Und zwar besser als mit einer Taschenlampe. Jo, so eine Taschenlampe ist übel... ist übeltriebelt stark. Ist übertrieben stark. So eine Krüger ist meiner Meinung nach stärker, wenn es auf die Entfernung geht. Ich meine, wenn da jemand vor dir steht, ne, mit einem 16. Und rennst auf den mit einer Taschenlampe zu. Er ist auch schneller am Abzug, als du an ihm dran bist. Was habe ich mir nur dabei gedacht? So lange da rumzustehen. Mich hätte alles erwischen können gerade. Ein Spieler, ein Zombie. Ich wäre tot gewesen. Gut. Nun zog ich mich erstmal zurück. In eine Safe Zone. Ja. So, und ich gehe jetzt mal aus dieser komischen Erzählerstimme hier raus, meine lieben Damen und Herren. Das war jetzt auch mal... Ich fand, das war ein bisschen Abwechslung, ne? Diese Erzählerstimme einfach. Ich fand jetzt auch gar nicht mal so schlecht. Dieses
Das ist die Psyche. Die macht einen fertig. Man denkt, wenn man halt zu wenig Waffen hat, zu wenig Einhandwaffen, also in der Safe Zone, denkt man, hey, die brauchst du. Damit kannst du eigentlich Zombies töten. Und ein Spieler ja auch. So was ist, das fand ich toll. Das könnte man nicht auch, finde ich, ganz gut machen. Aber das Problem ist, wenn man dann stirbt, dann geht das nicht. Und der Chat, die Lebensleiste und die, wie werde ich gehört, Leiste. Nee, das geht dann doch nicht. So Leute. Ich würde sagen, wir reden jetzt einfach mal wieder über ein paar normale Themen. Wie eben der Fußkrampf, den ich ja erzählt habe. Das habe ich wirklich, aber es ist kein Krampf. Irgendwas an meinem Fuß zieht sich zusammen, so gesehen, als würde sich die Haut zusammenziehen. Also auseinandergehen, ja. Und dadurch aufreißen oder was weiß ich. So fühlt sich das an. Boah, das tut total weh. Boah, was mache ich gerade mit dem hier? Ja gut, hier müssen wir irgendwie 50 Zombie-Kills oder so, müssen wir dann den werten Herren hier abziehen. Die hat er eigentlich nicht verdient. Weil, naja, die Zombies da, die da vor dem Tor standen. Ach, guck mal. Verarschen? Alter! Du! Alter! Verarscht mich. Ach so, ne Mini Krüger. Ist glaube ich ein Repetierer. Gott, nein! Alter, wie geil ist die Kacke denn? Wie geil ist die Scheiße denn? Fuck, ey, Alter. Ich glaube, ich habe gerade einen Sniper gefunden, Leute. Ich bin gerade so glücklich. Ich fange gerade an zu weinen. Nein, Spaß. What the fuck, Alter? Da liegt da einfach mal eine Krüger 22 Rifle. Ein Krüger 22 Riffel. Trüffel. Liegt da einfach mal rum. Ja, klar, warum eigentlich nicht? Ich schau gleich mal nach, ob es jetzt wirklich ein Repetierer ist oder doch ein Sniper. Ist doch bei das gleiche, fällt mir ja ein. Wobei es da halt auch noch Unterschiede gibt, weil ein Repetierer ist ja ein Repetiergewehr, da muss man ja so gesehen nach jedem Schuss die neue Patrone reinsetzen. Also wieder in den Lauf so gesehen schieben. Das ist ja, sind ja die Dinger mit dem Bockert, wie nennt man das? Mit dem Zug da, ach Gott. Also nicht dem Chuchu, dem Chuchu-Chuchu, ne? Sondern mit dem, wo man Hebel hoch. Hebel runter, so gesehen. Aber ich weiß gerade nicht, wie man das Ding nennt. Oder wie man es am besten beschreiben könnte. Sagen wir es so. Das sind die Repetierer, dann gibt es noch halb. Ne, dann gibt es, nee, dann gibt's eigentlich nur noch Halbautomatik, beziehungsweise halt bei Sniper-Gewehren Automatik. Wo das alles schön automatisch klappt halt. Ne? Weil Automatik, das wäre dann schon wieder. Das ist ja dann schon wieder was anderes rein, theoretisch, ne? Also so ein richtiges automatisches. Das wäre dann eher schon wieder ein normales Gewehr. Aber wie gesagt, also Leute, bei so einer Zombie-Apokalypse, ich würde mich sowas von auf Sniper verlassen. Ernsthaft, so eine M16 finde ich dagegen echt. Bäh. Finde ich scheiße, ganz ehrlich. Da hätte ich lieber ein richtig fettes Barrett 50. Das wird mir in so einer Zombie-Apokalypse richtig gefallen. Aber gut, wo findet man das hier in Deutschland? Sorry, aber das ist. Gut, ich sehe ein. Deutschland ist mit einer der größten Waffenimporteure und was weiß ich, ne? Und Deutschland ist irgendwie auf Platz 6 oder 7 von den Ländern, in denen die Prozentzahl an Waffen in der Zivilbevölkerung einigermaßen hoch ist. Also das heißt, wir haben ja einigermaßen viele Waffen im Umlauf, so gesehen. Na, also von daher, also wie gesagt, 6 oder 7, 1 ist entweder Amerika oder Russland halt. Weil in Russland haben ja auch sau viele Leute eine Waffe. Das ist ja so gesehen, man muss da ja
Nee, man muss, also man sollte sich da, wenn man irgendwie nach Russland oder so fährt, sollte man sich da vorne ins Auto so eine Kamera reinsetzen. Weil kann schon mal passieren, dass man einem irgendwie versehentlich drauf fällt, genau, fährt oder raussteigt und dir die Windschutzscheibe zerschießt und alles. Das kann einem da schon mal gut passieren. Soweit ich weiß. Und ich war jetzt bis jetzt noch nie in Russland, aber naja, ne? Ich habe doch schon ordentlich Respekt vor Russen, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch wenn sie eigentlich, also eigentlich muss ich sagen, die Russen, die ich dazu kenne, also so auf YouTube, die scheinen ja eigentlich ganz korrekt zu sein, ne? Holly LP, soweit ich weiß, ist ja Holly LP ein Russe. Iblali natürlich ganz groß, ne? Und halt noch die anderen, ne? Equitas, was weiß ich alles, ne? Das sind ja alles Russen hier. Die sind ja eigentlich, also die sind zumindest in ihren Videos verdammt korrekt, finde ich. Und auch, ja, da war ja kein Russe dabei. Wen habe ich denn noch das? Na, also, wie gesagt, also die Russen, die ich jetzt so kenne, sag ich jetzt mal, also kenne, in Anführungsstrichen, die scheinen alle ganz korrekt zu sein. Ja. Aber gut. Man weiß es halt nie, ne? Vielleicht so ein Iblali in Wirklichkeit ein totaler Arsch, ne? Gut, das würde ich jetzt, also das. Ich sag's jetzt mal so, das will ich mir jetzt nicht vorwerfen, ne? Aber er sagt ja immer, in den Videos ist man immer anders. Auch wenn man natürlich sagt, man verstellt sich nicht. Aber gut, das habe ich euch auch schon mal erklärt. Ich verstell mich eigentlich auch nicht richtig, ne? Ich lasse hier halt eher so Emotionen raus, ne? Zum Beispiel Freude, wenn man über ein virtuelles Sniper, über eine virtuelle Waffe halt so gesehen. Da freue ich mich. Muss ich ganz ehrlich sagen. Meine Mundwinkel sind nach oben gerichtet. Sagen wir es mal so. Obwohl es ja eigentlich nichts zum Freuen gibt, ne? Aber ich will euch halt dann, also obwohl es jetzt nichts Tolles zum Freuen gibt, ne? Aber